Dice Roll Gaming. It's come a time. Talk about leader. Amiga. It's come a time. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Retro Gaming Maniacs, liebe Commodore Fans, zum Maniac am Start mit einem neuen Bastelvideo. Ja, ich habe es ja in meinem letzten Stream auch angekündigt. Ich habe mir für einen meiner C64s den Armsit bestellt. Und das ist ja ein Ersatz für den Original SID-Chip. Und mein jetziger C64 hat leider das Problem, dass der Rauschkanal tatsächlich defekt ist. Er ist also nicht nur zu leise, sondern da kommt irgendwie so gar nichts mehr raus. Ich werde das nachher auch nochmal demonstrieren, dass ihr nochmal einen Soundcheck habt mit der momentanen Variante. Und dann werde ich aber gleich dann in Anschluss einbauen. Schau mir das hier mal hin, weil es ist gerade ziemlich windig auf dem Balkon. Dieses kleine, aber wohl feine Gerät aus Tschechien. Und es kam hier in diesem hübschen Case, ist wirklich sehr, sehr nice gemacht, Armsit. Und das Ding will ich da einbauen und es soll eine ziemlich einfache Plug-and-Play-Solution sein. Ne? Alten Chip raushebeln, neuen Chip einstecken. Also so ist es hier. Die ganze Quick-Installation-Guide ist auf Englisch. Ich lese mal so ein bisschen was vor und dann, wenn man hier mal sieht, um was es hier nämlich geht. Thank you for your purchase, also danke für den Einkauf. Armsit is a new replacement of the famous Commodore SID music chip used in the Commodore C64, C128 and more computers. Ja, also ein Ersatz für die entsprechenden SID-Chips. It fully replaces both the MOS 6581 and MOS 8580 chips. Also ersetzt diese beiden Chips-Tüten. So. It's a real plug-and-play solution. Just remove the original SID from its socket, insert ARMSID and it's done. Also einfach den einen aus dem Sockel rausziehen, den neuen in den Sockel reinstecken und fertig. No need to set up the SID type, no need to switch the PAL oder NTSC version, everything is auto-detected. Ne? Also man muss da nichts groß rumformeln, das ist wirklich plug-and-play, einschalten, läuft. So. However, if you would like to change the SID emulation, you can. There is a simple but powerful configuration utility that allows you to change the SID type, tune the audio filters and test your ARM SID. Na, also wenn man dann doch was da rumfummeln will, den SID type wechseln, das kann man simulieren, welchen von den beiden man dann da haben will, die Audio Filter manipulieren und so weiter, dann geht das. Es gibt nämlich da ein Utility dazu, welches man runterladen kann und das kann man sich dann auf eine SD-Karte packen und mit dem, sagen wir mal, SD2EC oder Backbit-Cartridge, so will ich das machen, da kann man das dann entsprechend noch einstellen. Die Software werde ich mir gleich noch runterladen, sodass ich das dann entsprechend da habe und dann will ich da mal reingehen und mal gucken, was kann man denn für Einstellungen machen. Ne? So sieht das aus. Another utility allows you to update your ARMSID firmware as easily as to run any Commodore program. Das heißt also, es lässt sich mit Firmware-Upgrades dann auch weiter verbessern, die ganze Geschichte. Da ich aber hier die neueste Produktionsreihe habe, wird wohl erstmal kein Update nötig sein, aber es geht darum, diese Firmware-Upgrades dienen dazu, in manchen Spielen den Sound zu optimieren. Das habe ich nämlich schon mal gesehen, dass es da Games gab, die vorher noch nicht so gut geklungen haben und dann mit dem Firmware-Upgrade war das dann alles wunderbar. Achtung! Bevor du den ARMSID installierst, muss der Computer ausgeschaltet sein und Strom weg. Installation sollte nur bei einem bei a skilled person gemacht werden. Es erfordert, den Computer aufzumachen und so weiter. Ground yourself. Okay. Und dann auf der Rückseite, es ist very important, den ARMSID so in den Sockel zu platzieren, dass der richtig rum drin ist.
The original SID Chip has a slightly beveled notch near pin 1. Genau, jeder Chip hat eigentlich an einer Stelle so eine Einkerbung. Und auf dem Mainboard ist ja meistens eine Zeichnung, wie diese, in welche Richtung die Kerbe muss. Und da muss man hier natürlich sehr drauf achten, denn wenn man den Chip falsch rum reinsteckt, ist nachher der C64 im Arsch. Ne? Deswegen sind hier nochmal Bildchen dazu. Ja, will damage your computer, high voltage will go to your computer bus and most likely destroy your computer, RAM, ROM and more chips. So, das ist da, oben ist ein Bild vom C128 und unten vom C64, denn in den 128 lässt sich das Ganze ja auch einbauen. The ARMSID uses high-quality precision pins that do not damage sockets and have great contact. Diese Pins sind aber zerbrechlich. Please take care not to bend them. Und dann gibt es hier noch die Internetseite, wo man dann eben die entsprechende Software runterladen kann. Das werde ich mal entsprechend vorbereiten. Ich werde den Rechner auch soweit schon aufschrauben und so weiter, dass wir nachher einen Einblick auf die Platine kriegen. Und dann werde ich das mal wieder Tomaniac-Style raushebeln und das andere einbauen und dann gucken wir mal. Aber vorher machen wir, wie gesagt, Soundcheck alt, Soundcheck neu dann hinterher. So sieht's aus. Also switchen wir mal rüber und gucken mal, wie das Ganze dann so läuft. So, ich habe den entsprechenden C64 hier jetzt vor mir aufgebaut. Die Abdeckung ist schon ab, aber sonst habe ich noch nicht viel gemacht. Aber dann habe ich es gleich ein bisschen leichter und bin da ein bisschen schneller zugange. Und ich wollte jetzt, wie gesagt, mal anhand von To Be On Top euch zeigen, wie sich das momentan anhört. Und dann wollen wir den ARMSID mal einbauen und gucken, wie das danach klingt. Da bin ich selber auch mal total gespannt. So, ich klicke jetzt hier mal weiter. Und dann wollen wir gleich mal uns drauf konzentrieren. F1 to start game. Yes, run stop to start. Gut, also, dann wollen wir mal. Enable Fast Loader. Ich muss mal gucken, ob das so funktioniert, weil das Backbit ja sowieso auch relativ schnell ist. Ja, schauen wir mal. So, und jetzt halte ich mal die Schnauze, dass ihr das gleich mal so hören könnt. Ja, und wenn man sich das hier so anhört, das klingt leider irgendwie mal überhaupt nicht gut. Und jetzt werde ich gleich also hier entsprechend das vorbereiten und das mal freilegen. Und dann wollen wir mal den SID tauschen. Ich hoffe, das geht ohne größere Umstände. Und deswegen halte ich jetzt hier mal an und schalte gleich wieder rein. Einen kleinen Moment können wir noch hören, dass wir genug Material für den Vergleich haben, aber dann gleich. Ja, das ist leider wirklich sehr übel, ne? Jetzt wollen wir mal reinzwitschen und dann geht's weiter. So, da habe ich jetzt mein C64C mal soweit vorbereitet und was man hier schon sieht, dass diese Version billiger gemacht ist, denn statt eines richtigen Abdeckblechs haben wir hier eigentlich nur noch so eine Pappe und hier sieht man jetzt auch gerade mal, was für eine Revisionsnummer das Ding hat und hier vorne haben wir den besagten SID-Chip, den es auszutauschen gilt und man sieht die Kerbe auf dem Chip. Die zeigt da nach oben, die ist da oben am Rand. Jetzt werde ich mein Smartphone hier mal anders hinstellen, dass
ihr dann dabei zuschauen könnt, wie das hier, wie ich jetzt versuche, das hier rauszuhebeln. Ich hoffe, dass, weil das ist ja einfach gesockelt, sollte sich eigentlich leicht raushebeln lassen mit der Zange. Ich schaue mal. So, jetzt halte ich immer kurz an, dann baue ich das anders auf. So, dann wollen wir mal loslegen. Und ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht zu blöd an bei der ganzen Geschichte. Klappt das hier mal weg. Und dann haken wir hier das mal ein. Ich weiß nicht, bin ich da jetzt richtig drin? Scheiße, ich sehe das von hier nicht. Da bin ich jetzt, glaube ich, drin. Okay, und hoffen wir mal, dass wir den da einigermaßen vernünftig rausgezogen kriegen. Ja. Okay, das ging ja nicht so schlecht. Da haben wir den Übeltäter. So, und das war Kerbe nach oben. Dann nehmen wir jetzt mal hier den Armsit. Da habe ich ihn. Kerbe nach oben. Gucken, dass hier alles schön aligned ist. Ich muss mir mal eben die Taschenlampe hier vorholen. Ach, scheiß. So. Da sieht es, glaube ich, schon mal nicht schlecht aus. Und so. Und mal gucken, ob es hier soweit alles drin ist. Ja, dann können wir das jetzt reindrücken. Zack. Kerbe ist oben. Alles klar. Sieht ja schon mal ganz nice aus. So, okay. Dann kann ich das hier schon wieder ausmachen und wir gehen dann mal ins Menü und ich bin selber total gespannt, wie jetzt nachher das Ganze klingt. So, und ich bin wieder in dem Intro drin und das Gute ist, ich habe hier auf jeden Fall schon mal Sound. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich bin da echt mal sowas von gespannt. Und das sind jetzt einfach nur die Grundeinstellungen, so wie es gekommen ist, der Armsit. Plug and Play. Ich habe jetzt ja noch nichts gemacht. Ich habe aber ja, wie gesagt, die Software runtergeladen und da will ich gleich mal reingehen. Aber jetzt wollen wir mal gucken, jetzt bin ich echt mal gespannt. Run Stop. Enable Fast Loader. So. Und jetzt heißt gleich, ich halte die Fresse und klick mal. Und Achtung. Das klingt jetzt erstmal ganz genauso. Ich hoffe, dass nicht irgendwas anderes an dem C64 defekt ist. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt da jetzt nicht so vorstellen. Ich werde jetzt mal was anderes probieren. Und zwar, ich gehe mal raus. Das ist merkwürdig. Ich hoffe, dass nicht irgendwas anderes hier ein Problem ist. Warte mal. Aber ich kann da nichts erkennen. Der Kondensator vielleicht in der Nähe oder so. Erstmal überhaupt nichts verdächtig aus. Gut, wir gehen mal in diese Firmware. Das habe ich mir nämlich hier schon vorbereitet und hoffe, dass wir da vielleicht irgendwas machen können. Tools and Utilities, Armsit. Hier ist das Programm, jetzt müsst ihr es ja finden. Da hat das gefunden. Okay, da ist er. Emulated Device. Aha, da hat er das Auto detected. Okay, ich bin noch nie hier groß in diesem... also ich sehe das jetzt zum allerersten Mal. Ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich das auf 6581 Emulation mache. Also die 6 drücken. Wollen wir mal gucken. Das hat er jetzt, Emulated Device 65XX, okay. P für Permanently Serve, E to Extend Filter Menü.
Warte mal, was ist denn hier? Muss 8580 Digifix Settings, weil dann stelle ich nämlich hier Dings nochmal auf automatisch 7. Und wir gehen mal zu D für Digifix Settings. Da bin ich mal gespannt. D. Digifix controlled by Hardware oder by Software. Jetzt muss ich mal eben gerade gucken. Kann man das mit dem Joystick steuern? Nee. So. Muss Software Digifix Strength. Ja, mach mal 100. Digifix by Extended Hardware Pin. Das kann man auch. Save permanently back quit save. Saving to RAM. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Q to quit. R, restart the tester. Gut, wir probieren das mal so zunächst. Und jetzt gehe ich hier nochmal rein. To be on top. Zumindest lässt sich das hier ja schon mal sehr schön so machen. Wenn ich jetzt diesen mit diesem Digifix das hinkriegen könnte. Das wäre ja gar... Ah, Moment, halt, ich bin hier falsch. Ich muss ja... Nee, war doch richtig, war richtig. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dieser Digifix was gebracht hat. Und wenn nicht, dann gehe ich einfach Emulation. Also da gab es ja noch Hardware-Digifix. Das kann ich auch nochmal ausprobieren. Also das klingt jetzt erstmal gut. Wenn ich das so regeln könnte, dass ich dann nachher hier auch entsprechenden Sound hätte, das wäre jetzt ja natürlich sehr geil. Das heißt also, der SID selber scheint doch in Ordnung zu sein. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Da bin ich gleich wirklich mal gespannt. Ja! Es funktioniert! Da hört ihr es! Wie geil! Ja, Mann! Ich bin schon fast vom Glauben abgefallen. Oh Mann, so geil. Das heißt aber auch, dass der SID, den ich habe, tatsächlich noch in Ordnung ist. Dann frage ich mich aber, warum das Diagnose-Cartridge da irgendwie angezeigt ist, dass der SID bad ist. Das heißt, ich habe jetzt trotzdem noch die Emulation des Originals, aber eben mit Digifix. Oh, wie geil ist das denn bitte? Sauber, sauber. Ja, also ich bin absolut begeistert. ArmSID, liebe Leute, kann ich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr hier auch das so habt. Klar, es gibt andere Lösungen, die sind aber komplizierter. Da muss man dann löten, um irgendwie, ich weiß nicht auf welchen Pin, der für diesen Rauschkanal verantwortlich ist, mehr Saft drauf zu geben. Aber hammergeil. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt wieder zusammenbauen. Und das Schöne ist, über die Software kann man das Ganze also super konfigurieren. Ich gehe da nochmal ganz kurz rein. Wir gehen mal kurz durch, welche Einstellungsmöglichkeiten es noch gibt. Ich werde da zwar jetzt nicht weiter dran rumfummeln, aber jetzt bin ich total begeistert. Jetzt kann ich nämlich die Kiste hier wieder nehmen und mein seltenes Geschütz, was ich da jetzt alternativ genommen habe, bei dem die ASCII-Zeichen noch vorne vor drauf gedruckt sind bei den Tasten, wieder sicher verstauen. Als Plan B-Maschine. Sehr geil. So, jetzt resetten wir hier mal. Da-di-da-di-da-di. Genau, ich wollte hier raus. Tools and Utilities. Genau. T12. Das andere sag schnell, die Firmware. Aber ich habe hier auch die neueste Version drauf. Klar, weil ich habe den ArmSID ja vor kurzem erst bestellt. So, Auto-Detected und so weiter. Das haben wir. P2 Permanently Safe. Ich gehe nochmal eben kurz hier bei diese Digi-Dings rein, ob er es auch richtig so gespeichert hat. Ich gehe mal auf Permanent Saven. Saving to Flash. Das heißt, jetzt hat er das wirklich fest und nicht, dass es nach dem Reset wieder weg ist. E2 Extended Filtermenü. Da gehen wir auch nochmal eben kurz gucken.
Aha. Und hier kann man dann entsprechend rumfummeln, ne? 65, 81 Filter Strength. Ja, ich habe jetzt ja aber die 85, 80 da noch drin, ne? Strong Falling Galway Average Strong Extreme, je nachdem, wie das greifen soll, ne? Lowest Filter Frequency, 85, 80 Filter Central Frequency und Lowest Filter Frequency. Das lasse ich alles mal so, wie es da ist. Aber man sieht, man kann ja also sehr schön alles Mögliche rumfummeln in dem Moment, ne? Wie man es gerne hätte. Ich lasse es jetzt mal so. Ich bin wirklich schon hochzufrieden mit dem, was ich hier habe. Armsit. Ich poste euch mal den Link dazu in die Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr fandet das hier einigermaßen hilfreich und unterhaltsam und seht das eventuell auch für euch als Lösung, wenn ihr jetzt wieder vernünftig Sound haben wollt, also auch auf dem, ich sag mal, Rausch-Sample-Kanal. Ich habe jetzt die Erkenntnis, dass mein SID-Chip tatsächlich funktioniert. Den werde ich also hier gut verwahren. Das Einzige, was der halt nicht kann, ist, den Rauschkanal laut genug auszugeben. Aber das ist ja ganz bekannt. Das hat der SID-Chip diesen Typs einfach. Und ja, das geht also nur, wenn man das zum Beispiel dann austauscht. Ach so, Moment. Ich habe eine wichtige Sache habe ich vergessen. Ich bin also noch gar nicht fertig. Ich gehe hier mal raus. Und ich mache hier mal an meinen C64 den Atari Pedal Controller dran. Und so. Bin da gleich wieder da, kleinen Moment. Ich habe hier jetzt mal Arkanoid reingeladen, weil Arkanoid in der Urversion soll sich auch mit den Atari Pedals steuern lassen. Und ich blende euch da nachher auch nochmal ein Foto ein von den Atari Pedals, die am C64 ja funktionieren sollen. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob sich das so steuern lässt in dem Moment und wie ich das jetzt hier mit Pedals angeschlossen im Menü auswählen kann. Dann gehen wir mal weiter. Pedals hat er schon erkannt. Okay. Fire Button Starts Game. Ich habe jetzt hier Pedal angeschlossen. Mal gucken, welcher von beiden da geht. Oder muss ich... Warte mal. Muss ich das in Port 1 machen? Ach, warte mal. Oder muss ich P für Pedals drücken? Habe ich ja. Und eins für einen Spieler. Habe ich auch. Fire Button Starts Game. Muss ich vielleicht doch in Port 1 stecken. Wollen wir mal gucken. Machen wir das mal. Ach, Moment. So, es war tatsächlich so, die Pedals müssen in Port 1. Und wenn ich dann nämlich den Feuerbutton am Pedal drücke, dann startet das Game und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich welcher von den beiden ist der richtige? Na? Nee, funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Okay, es könnte daran liegen, dass es... Ah doch, es geht doch, es geht doch! Da! Es geht! Man muss aber erstmal so ein bisschen damit vertraut werden wieder. Weil ich kann jetzt hier mit dem Pedal wub hin und her bewegen. Ist sehr empfindlich, ne? Aber es funktioniert, wie ihr hier sehen könnt. Ich steuere das jetzt mit Pedal. Sehr geil! Das hätte ich beinahe vergessen, euch zu zeigen. Denn der Arm-Sit ist dazu in der Lage. Es gibt verschiedene Sit-Alternativen, wo das nicht funktioniert. Aber hier kann ich jetzt wirklich mit dem Atari-Pedal am C64 Arkanoid zocken. Wie geil ist das bitte? Vor allem das Game so zu steuern, das macht einfach richtig Laune.
So spaßig. Das funktioniert. Bestens funktioniert das. Ich bin hellauf begeistert. So, ja gut. Wenn ich hier gleich Game Over bin, ist dann aber auch Schluss. Ne? Ich glaube, ich habe sowieso nur noch dieses eine Leben. Und es ist irgendwie ja nicht so einfach, diese Steinkiste noch... Ja, vor allem, wenn die Viecher da rumhängen. Aber Arkanoid ist einfach ein geiles Game. Ja, Feuerbutton funktioniert auch. Finde ich immer wieder geil, spiele ich immer wieder gerne. Oh, verschätzt. Ja, und so weiter und so weiter. Ne? Komm, das rausgehen ist egal. Gut. Aber das war es, was ich mal zeigen wollte in dem Moment. Ja, und mit dieser geilen Mucke beende ich dann jetzt doch das Video. Also, ihr habt gesehen, es lässt sich konfigurieren. Im ersten Moment kriegte ich ja einen kleinen Schock, aber aus dem Grund, weil er praktisch den SID-Chip 1:1 emuliert hat und dann bleibt das leise. Liegt also wirklich an SID-Type, ne? Ja, und jetzt bin ich aber wirklich raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und seht vielleicht hier eine ganz brauchbare Alternative, die unter 30 Euro liegt. Versand ist halt noch dabei. Wie gesagt, den Link zum Armsit poste ich in die Videobeschreibung. Und ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.